Willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Wir sind im zweiten Teil von Marketing Management und wir haben im ersten Teil eine Dreieckstruktur entwickelt, weil sich Wissen abbilden lässt in der Form eines auf der Spitze stehenden Dreiecks, wo hier unten der Grundgedanke steht und wir uns dann in diese Richtung weiter vorarbeiten in die Details. Wobei das hier nach oben offen ist, das heißt, man kann immer weiter vom Hundertsten ins Tausendste gehen. Beim Marketing Management steht hier unten der Grundgedanke. Der Grundgedanke ist Denken im Kopf des Kunden. Ja, Grundgedanke im Marketing, Think in the Head, Feel in the Heart, wie die Amerikaner das noch viel treffender sagen. Dann haben wir uns im ersten Video hochgearbeitet bis auf die Ebene der Marketinginstrumente. Und haben gesehen, da sind die berühmten vier Ps: Product, Produktpolitik, Price, Preispolitik, Place, Distributionspolitik, also wie kommt das Produkt zum Kunden, und P für Promotion, Kommunikationspolitik. Und was wir hier tun in diesem Video, ist einfach mal dieses erste P, das man auch das Herzstück im Marketing nennt, weil wir wissen, dass der Begriff falsch ist und es eigentlich Bedürfnispolitik heißen muss, nicht Produktpolitik, der Kunde niemals einen Bohrer will, sondern Löcher. Können wir diese Produktpolitik weiter auffächern in die Details? Und zwar sind es insgesamt fünf. Da ist die Produktinnovation, die Produktvariation, die Produkteliminierung, die Verpackungs- und die Markenpolitik. Und dann kann man hier immer auch noch weiter in die Details gehen. Ja, bei jedem Punkt immer weiter nach oben in die Details. Das ist mein Ansatz, so gehe ich strukturiert vor, sodass der Lernende immer genau weiß, wo er sich befindet. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, wo man sich innerhalb einer Struktur befindet. Wenn Sie das interessiert, schauen Sie unter spaßleindenk.de für meine Seminare, unter spaßleindenk-shop.de für meine Schnelllernhilfen. Dankeschön, mein Name ist Marius Ebert.